Servus Leute und seid herzlich willkommen zur nächsten Folge der Jan Regensburg Karriere. Aber heute, ihr seht schon, hier, wir sind im Supercup und das kann man ja nur, und daran kann man ja nur teilnehmen, wenn man Meister in der ersten Liga geworden ist. Und ja, das ist die Mannschaft, mit der ich das erreicht habe. Und ihr seht schon, das ist wieder eine komplett andere Mannschaft als in der letzten Folge. Und zwar habe ich privat wieder ein bisschen Karriere gezockt mit dem SSV Jahn Regensburg. Und jetzt haben wir hier fast schon die 80-Plus-Challenge gemeistert. Aber natürlich will ich mit euch diesen Karrieremodus heute fortsetzen. Ich bin im Jahre 2023 und wir sehen hier, wir sind sogar bei den Top-Transfers mit Gaia für 41 Millionen gekauft. Der hat 84 Gesamtwertungen und unser highest-rated Player ist Albion Lafon, sollte er heißen, glaube ich. Alban Lafon heißt er. Ist wahrscheinlich einer der besten Keeper im Karrieremodus. Der hat, glaube ich, sogar ein Potenzial von 90. Ich habe den jetzt leider nicht mehr im Training, weil ich zu viele Jugendspieler habe, die ihr hier jetzt sehen könnt. Leider nicht, weil ich erst trainiert habe. Dann simulieren wir in dieser Folge das erste Mal weiter. Und ihr seht schon, hier der Trainingsanzug vom SSV Jahn Regensburg. Ja, ich habe ihn mir gegönnt. Ja, den werde ich wahrscheinlich jetzt jedes Mal, wenn ich die Jahn-Karriere aufnehme, werde ich den anhaben. Bester Verein, sage ich nur. Und hier ist das Training, was ich gemacht habe. Dieser Feyo, der ist krank. Der könnte wahrscheinlich ein Lafon-Nachfolger sein. Der hat, glaube ich, sogar Potenzial von 94. Habe jetzt hier mal auch noch ein bisschen was an ihm, ja, verbessert, aber das braucht eigentlich nicht, diese fortgeschrittene Freistöße, weil der ja ein Keeper ist. Aber ich will ihn halt verbessern und dass der vielleicht irgendwann ja mal bei allen Stats irgendwie 99 hat. Das ist auf jeden Fall dann nice. Und das erste Transferangebot dieser Folge für Ibrahim Sangare, den habe ich mir in der ersten Saison schon gekauft, aber der hat 85er Gesamtrating und ist halt eigentlich fast schon eine Legende in dieser Karriere, deswegen muss ich es gleich ablehnen. Aber auch wenn der jetzt hier nicht mehr höher im Rating gehen wird, weil der zwar schon 25 ist, ist zwar noch ein bisschen jung, aber trotzdem wird der wahrscheinlich auch schon, wenn er so 27 ist, wird der wieder runtergehen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst doch gerne noch einen Daumen und ein Abo da. Würde mich sehr unterstützen. Vielleicht schaffen wir ja dieses Jahr schon die 400 Abos. Wäre krank, aber jetzt geht's weiter hier mit der Karriere. Ihr seht schon, ich habe jetzt mein ganzes Transferbudget schon ausgegeben. Wir haben nur noch knapp 6 Millionen wahrscheinlich zur Verfügung. Und wir schauen mal hier die Vorstandserwartungen an. Das finde ich krank. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich hier Champions League spielen darf. Oder nee, sogar das erste Mal. Ich habe erst Euroleague gespielt. Und die wollen einfach gleich das Halbfinale erreichen. Also da würde ich lieber im DFB-Pokal das Finale erreichen. Aber hier vielleicht irgendwie nur das Achtelfinale, weil das ist schon... Weil hier mal die Gegner, wo sieht man die? Okay, die Gegner kann man anscheinend noch nicht sehen. Die werden wahrscheinlich noch ausgelost. Aber jetzt geht's erstmal gleich in das Spiel gegen Frankfurt. Aber zuerst hier noch ein Angebot für Barbia. Aber das ist eigentlich auch ein Jugendspieler, den ich jetzt nicht gleich abgeben will. Der ist erst 20. Hab den letzte Saison, glaube ich, erst oder vorletzte, habe ich den erst in die erste Mannschaft gerufen. Und der hat einfach schon mal 80er Gesamtwertung. Ist auch so einer, der wo, glaube ich, 94 Potenzial hat. Hier seht ihr nochmal die Jugendmannschaft. Haben wir leider nur ihn hier, der eigentlich auch nicht so gut ist. Und ich glaube sogar, dass die Scouts gerade nicht mehr unterwegs sind. Ja, so ist es auch. Die sind nicht mehr unterwegs. Können wir ja gleich ändern. Hä? Seit wann geht das bis 9 Monate? Ich dachte immer nur bis 6. Aber anscheinend geht's jetzt. Keine Ahnung wieso. Und wir schicken einfach mal jetzt die Scouts hier raus. Nach Belgien, nach Deutschland und wahrscheinlich noch nach Portugal. Das sind eigentlich immer die, die ich immer auswähle. Und dann hoffen wir, dass da auch gute Spieler rauskommen. Könnt ihr eigentlich auch die Scouts mal wieder updaten, also bessere einstellen.
damit auch geilere Spieler am Ende rauskommen. Aber bisher könnte es noch reichen. Aber jetzt müssen wir uns voll fokussieren auf dieses Spiel gegen Frankfurt. Wir spielen auswärts. Ich werde es leider nicht selbst spielen. Das ist nämlich eine Simulate to Glory. Und wir müssen hier zwei wichtige Spieler müssen wir leider austauschen. Vor allem Pereira, der vielleicht auch ein bisschen könnte. Aber leider hat der zu viele gelbe Karten natürlich kassiert. Ich glaube, wenn man am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison noch seine vierte gelbe Karte kassiert, dann ist man für Supercup-Finale anscheinend auch gesperrt. Keine Ahnung, ob das so ist. Aber wir gehen rein gegen Frankfurt und hoffen auf einen Sieg auf jeden Fall. Es wird eine spannende Partie. Frankfurt war, glaube ich, auch oben dabei letzte Saison. Ihr wisst es natürlich nicht, weil das habe ich leider nicht auf YouTube geteilt. Und Renato Sanchez mit dem 1:0. Und am Ende wird es ein 2:1. Burgui mit dem 1:1 in der 57. und 74. Minute. Dorsch mit dem wichtigen 2:1. Und dann haben wir schon mal den ersten Titel für die Saison 2023-2024. Genau so ist es. Nächstes Transferangebot für Ibrahim Sangaré mal wieder. Aber das lehnen wir ab. Ich glaube, ich setze ihn jetzt auch auf Angebote blocken gleich. Weil den will ich einfach nicht verkaufen. Das ist eine Legende schon in dieser Karriere. Ihr wisst es natürlich nicht. Muss ich jetzt wahrscheinlich immer sagen in den ersten 3 Folgen oder so. Sorry dafür. Ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt auf die alten Karrieremodusse. Das ist ja Plural. Ich glaube mal schon. Und hier mal ein paar interessante Nachrichten. Jetzt komme ich schon mit Ibrahim und Alexander durcheinander wegen Sangaré. Also Isak will ich auf jeden Fall nicht abgeben, aber Salah, da kann man schon mal über ein Angebot für so 2 Millionen reden. Und am Ende gehen sie doch raus. Ich habe gleich war da gerade ein blaues Trikot von Jan Regensburg? Keine Ahnung. Das war gerade ein bisschen komisch. Aber auf jeden Fall lehnen sie gleich bei 2,5 Millionen ab. Einmal gut, aber einmal auch schlecht, weil ich will Salah eigentlich verkaufen, aber dann auch wieder nicht, weil ich dann kein Backup für Teixeira, glaube ich, heißt der. Ja, Teixeira. Und dann haben wir hier unsere 80-Plus-Mannschaft fertig. So ist es auch, so sieht dann unsere Stammmannschaft wahrscheinlich aus. Vor allem für die Champions League, da will ich gleich mal Angriff machen. Ja, die habe ich alle nicht bezahlt, das waren Vorverträge bei Salah, Pereira und Sanchez. Obwohl Sanchez, ich glaube, den habe ich gekauft, keine Ahnung. Auf jeden Fall war Pereira, Bailly und Salah, waren die per Vorvertrag zu uns gekommen. Ein Angebot für Mario Rocha, den will ich nicht abgeben. Aber dann ist hier noch eine interessante Nachricht. Und zwar 5,5 Millionen Euro für Jonas Niedfeld. Ist von Anfang an dabei, ich glaube sogar der einzige nach Salah und Vrenetzi, obwohl Vrenetzi habe ich, glaube ich, verkauft. Und schaut es euch an, der hat 74 Gesamtstärke. Also wenn ihr auch einen Karrieremodus mit Jan Regensburg macht, dann lasst ihn da und trainiert ihn. Der ist ein Monster. 7 Millionen und sie nehmen 7 Millionen an. Werder Bremen will hier schon wieder im Hintergrund dieses blaue Trikot. Entweder EA hat was getan und hat jetzt irgendwie so, dass man Trikots neu einstellen kann, auch wenn ich es nicht gemacht habe. Aber irgendwie ist es schon komisch. Nächste Trainingseinheit. Verbessert sich, wow. Keiner verbessert sich, sie gehen nur ein bisschen hoch. Aber die Mannschaft ist halt so oder so schon so krass. Und wir gehen wieder auf weiter. Ich will mit euch heute mindestens den August fertig machen. Und Jonas Niedfeld wurde verkauft, sehe ich hier gerade. Hier ist nochmal die Bestätigung, wir bekommen 5,5 Millionen Euro mehr. Damit sollten wir bei knapp 10 Millionen stehen, ja, so ist es auch. Aber damit kannst du eigentlich keinen Topspieler mehr verpflichten, vor allem um das Team abzugraden. Da brauchst du mindestens jetzt schon 40 Millionen. Aber wen ich eigentlich verkaufen könnte, was aber ich glaube, das geht nicht. Und zwar hier Marcos Alonso, der ist jetzt, ja, 32 Jahre alt. Der wird nur noch runtergehen. Der hat jetzt nur noch eine
79, wo ich den gekauft habe, hatte der eine 82, glaube ich. Also den hätte ich lieber nicht kaufen sollen, glaube ich. Nächste Trainingseinheit. Keiner verbessert sich, ist ja eigentlich schon immer so. Also ich setze jetzt mal Marcos Alonso auf die Transferliste, weil der wird nur noch sinken, vor allem im Marktwert. Und was mich jetzt noch interessiert, was ist eigentlich mit den alten Jahren-Spielern? Und was ist das für ein lächerliches Angebot eigentlich schon? Für Alban Lafont von Hertha BSC Berlin. 48 Millionen wird gleich abgelehnt. 89er kann man doch nicht für 48 Millionen abgeben. Niemals. Also, ich hab's schon gesagt, was ist mit den Spielern? Ich weiß nicht, ob ich den jetzt noch hab oder nicht. Frenetzi, nee, den habe ich nicht mehr. Der spielt bei Ska Khabarovsk. Keine Ahnung. 600.000, 65er Gesamtstärke. Dann Marco Grüttner. Ich glaube, der hat seine Karriere beendet. Genau so ist es. Dann noch Joshua Mees. Der spielt noch, ich glaube, bei Wolfsburg. Nee, natürlich nicht bei Wolfsburg, sondern bei Hoffenheim. Die bringe ich meistens durcheinander. Jan Schort spielt, glaube ich, noch bei uns. Ja, der hat, glaube ich, noch eine 69. Ja, der muss noch bei uns spielen, weil sonst würde der ja angezeigt werden. Dann machen wir weiter mit Marcel Hofrath. Hat der beendet? Nein, noch nicht. Hofrath spielt bei Fürth. Keine Ahnung, wo die sind. Sind die zweite oder dritte Liga? Kann auch sein, dass die abgestiegen sind. Dann machen wir mal weiter hier mit Sargis Adamian. Einer meiner Lieblingsspieler derzeit beim SSV Jahn Regensburg. Spielt bei Dresden, war vor kurzem noch hier bei Jahn Regensburg, also im Karrieremodus. Hab den dann, ich glaube, für 750.000 oder so, habe ich den dann an Dresden, glaube ich, war es sogar, verkauft. Aber jetzt simulieren wir erstmal weiter. Wir haben den 23. August und wir sehen schon am 27. August ist das Spiel gegen Schalke. Ich hoffe mal, dass es zu Hause ist. Wäre auf jeden Fall gut, weil dann würden wir vielleicht sogar mit einem guten Ergebnis in die Saison starten. Als Meister der letzten Saison. Übrigens finde ich das manchmal komisch. Ich war zuerst von Österreich Nationaltrainer. War dann in der WM-Quali, war ich eigentlich sogar gut dabei. Ich glaube Dritter oder so. Aber dann schmeißen die mich raus, dann war ich bei Brasilien. Die haben mich jetzt irgendwie auch rausgeschmissen, ich weiß auch nicht wieso. Ach nee, stimmt, ich bin ja zurückgetreten, das war's. Also bei Brasilien bin ich zurückgetreten, aber bei Österreich nicht. Und hier mal zwei nice Angebote. Einmal von Florenz für Feio, niemals 9,5 Millionen Euro. Bietet Leicester City für unseren Marcos Alonso, den wir ja verkaufen wollen. Ich schätze mal, dass man den auch für so 13 Millionen bekommen. Verkaufen kann natürlich. Wir haben ihn ja schon. Sie wollen nicht hochgehen, Leicester City. Ist natürlich nicht so gut. Wir gehen mal eine Mille runter und versuchen es mit 12 Millionen. Aber die bleiben. Und am Ende treffen wir uns dann bei 11 Millionen. Und ich hoffe mal, dass der Deal durchgehen würde, weil, naja, wir haben schon, ich glaube, drei andere Linksverteidiger. Und dann brauche ich auch keinen vierten mehr mit Marcos Alonso, der wahrscheinlich eh in ein, zwei Saisons nur noch so eine 74er Gesamtwertung hat. Aber jetzt geht's erstmal rein ins Spiel. Okay, ja, ich werde simulieren. Gegen Schalke 04. Das könnte eine knappe Partie werden. Schalke war, glaube ich, aber letzte Saison, die ihr leider nicht gesehen habt, waren die eigentlich, glaube ich, im Mittelfeld ungefähr, glaube ich. Aber Pereira mit dem 1-0. Gaia mit der gelben Karte. Und am Ende wird es ein 2-0. Salah schießt noch das zweite Tor. Let's go. 2-0 Sieg zum Start der Saison 2023/2024. Nächste Trainingseinheit. Keiner verbessert sich leider. Dann sehen wir hier Deadline Day der Bundesliga beziehungsweise auch überall. Cyprien Bayern geholt, dafür ist Ulreich gegangen.
Marcos Alonso wurde also verkauft. Wir bekommen 9 Millionen dazu und jetzt haben wir 19 Millionen, sogar 20 Millionen. Und damit könnten wir vielleicht sogar was noch anfangen. Und ich schau mal, ob ich ihn holen kann. Eric Thomy, mein Lieblingsspieler, ist jetzt schon 29 Jahre alt, spielt bei Bielefeld. Den habe ich sogar mal gehabt. Dann haben die, ich glaube sogar den, dann haben die nämlich die Freigabesumme für ihn bezahlt. Das war wirklich dumm, die zu machen. Und Bielefeld ist ja nicht mehr so gut. Die sind nur noch, okay, ja. Ist eigentlich nicht schlecht. Dritte Liga, obwohl, vielleicht sind sie ja ganz weit unten immer auf dem Abstiegsplatz. Aber es gibt natürlich leider keine vierte Liga und wir schauen mal, ob wir ihn bekommen können. Oder wir könnten natürlich hier, aber ich glaube, den werden wir niemals bekommen. Er hat eine Freigabesumme von 57 Millionen und deswegen ist er schon zu hoch oder zu teuer. Alena, 64 Millionen? Naja, Gabriel Jesus mit einer Freigabesumme von 213 Millionen. Ja, easy, ne? Und Henrichs mit einer Freigabesumme für knapp 100 Millionen. Und ja, Neymar, 92er Rating, 102 Millionen. Easy. Hier ist er. Er hat eine Freigabesumme von 5,2 Millionen. Let's go, die nehmen wir. Die 5 Millionen ist er, glaube ich, sogar noch ein bisschen wert. Hat eine 74er Gesamtwertung, so um den Dreh. Ich hoffe mal natürlich, dass der jetzt nicht so schlecht geworden ist. Muss er, aber ist er, safe nicht. 11 Millionen Freigabesumme können wir gerne machen. Wir würden sogar ein bisschen mehr machen. Jawohl. 60.000 wöchentliches Gehalt sollte es sein, nicht monatliches. Let's go! Ja, mein Lieblingsspieler ist wieder zurück. Mal schauen, ob er überhaupt noch gut ist. 74. Ich hab's gewusst. Der kommt da mal rein hier für Gimba. Auch ein guter Typ. Aber der reicht, glaube ich, nicht mehr so gut aus für diese Mannschaft. Weil in der Verteidigung sind wir mit Sagadu und Fosu Mensa einfach sehr, sehr gut und auch ausreichend aufgestellt. Ein Transferangebot für Salah. 46 Millionen ist wirklich viel zu wenig. Ich möchte für den wahrscheinlich schon so um die 70 Millionen. Auch wenn er jetzt schon 31 Jahre ist. Das ist halt das Ding. Weil ich würde den Ball nicht mehr für viel wegkriegen. Aber da ist natürlich noch der Eric Thomy wieder, der dann mit seinem 74. Hier sehen wir es. Mit seinem 74er Rating kommt er dann an und überholt wahrscheinlich noch Salah. Da ist die Pressekonferenz, wo er vorgestellt wurde. Dann geht's weiter mit dem Transfer Deadline Day. Aber ich denke, uns wird wahrscheinlich keiner mehr abgekauft werden. Das wäre natürlich auch noch gut viel. Aber es bringt es eigentlich nichts, in den letzten 3 Stunden noch zu verkaufen, weil dann bekommt man, glaube ich, nicht mehr das Geld, um dann einen Ersatz zu kaufen. Wir schauen mal, was wir so getan haben in der Transferzeit. Wenn ich uns finden würde, wir haben Gaia und Tobi geholt und wir haben 18 Millionen dazu bekommen. Bernard, Mietfeld und Alonso sind gegangen. Wir haben natürlich aber leider 46 Millionen ausgegeben. Für 2 Spieler, 18 Millionen für 3 bekommen. Ist nicht das Gelbe von Ei, aber dann haben wir die letzte Frist für Transfers auch schon abgeschlossen. Und dann schauen wir hier nochmal. Wir haben hier schon mal unsere Gegner in der Champions League. Einmal Braga, Villarreal, Manchester United. Das ist sehr interessant, dass die in unserer Gruppe sind. Das soll es eigentlich wieder so gewesen sein. Ja, das war's von denen. Also wir haben Braga, Villarreal und Manchester United in unserer Gruppe der Champions League. Und das kann auf jeden Fall eine Brockengruppe sein. Also da wird es wahrscheinlich nicht so leicht weiterzukommen. Wir sollen ja in das Halbfinale kommen, was ich schon krass finde. Aber dann war's das für heute. Schmeißt doch gerne noch einen Daumen und ein Abo rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.